Unter dem Oberbegriff Baufinanzierung werden alle Hypotheken bezeichnet, die ein nicht bewegliches Gut finanzieren. Also ein Grundstück, eine Wohnung, einen Neubau, eine Sanierung, weil das Objekt ist ja dazu schon da. Die meistverbreitete Darlehensart ist die Annuität. Das heißt, wir haben hier einen Zins und einen Tilgungsanteil, der wird zusammengezählt. Und diese monatliche Rate ergibt die Annuitätsrate, die immer gleich bleibt. Selbst wenn Sie eine Sonderzahlung leisten, wird dadurch die Rate nicht kleiner, aber die Laufzeit kürzer. Dann gibt es ein sogenanntes Tilgungsdarlehen. Das ist nicht so sehr verbreitet und hat oft in Verbindung mit Fördermitteln zu tun. Dort zahlt man einen regelmäßigen Tilgungsanteil. Das heißt, die gesamte Rate wird eigentlich jeden Monat kleiner und unterschiedlich. Und es gibt eine entsprechende Situation, dass man das Darlehen gegen einen zum Beispiel Tilgungsträger, einen Bausparvertrag aussetzt. Anstelle zu tilgen in das Darlehen, spart man dort in einen Bausparvertrag, um zum Beispiel für die Zukunft sich einen günstigen Zins zu sichern, wenn dieser zuteilungsreif ist. In der Baufinanzierung kann man ein variables Darlehen wählen, das eigentlich keine Laufzeit hat. Das heißt, solange dieser Zins günstig ist, bleibt das Darlehen so lange bestehen, wie man möchte. Grundsätzlich wählen viele Kunden eine Laufzeit zwischen einer Zinsfestschreibung von 5 Jahren und es gibt die Möglichkeit, in der Laufzeit bis zu 30 oder 35, sogar 40 Jahre abzuschließen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.